Nico, wir sitzen hier im Teamhotel, ist ein riesen Betrieb hier im Hintergrund, viele Leute, viele Athleten aus ganz Europa. Du bist gestern angekommen hier in Prag, hast heute schon mal die Wettkampfstätte angeschaut, wie ist der erste Eindruck? Es ist ein sehr schönes Stadion, also mir gefällt es sehr gut. Wir haben viel Platz, um den Stabhochsprung anzulassen. Das ist nicht selbstverständlich für einen Indoor-Wettkampf und von dem her gefällt es mir sehr gut. Jetzt hast du gestern leider nicht mit dem Schweizer Team können reisen, weil die Stäbe in diesem Flieger nicht mitgekommen. Du hast über Frankfurt müssen. Hast du das überwunden, den Zusatzaufwand? Ja, es war kein Problem. Also nicht das erste Mal, dass ich einen Umweg fliegen muss wegen diesem Stäbe. Die Hauptsache ist, dass sie ankommen und mehr als gepackt. Ja, tipptopp. Jetzt hast du noch knapp 24 Stunden bis zu deinem Quali-Einsatz. Was ist für dich als erfahrene Athletin wichtig, hier noch zu machen? Was geht denn bis über den Kopf? Nicht mehr viel mache ich jetzt. Also wirklich, eigentlich tue ich nur noch mich selber erholen, ein bisschen entspannen, fokussiert. Also gross etwas mache ich nicht mehr. Jetzt bist du in dieser Saison sehr konstant gesprungen, hast sehr gute Ergebnisse erzielt. Hat dir das so Zuversicht gegeben, für jetzt hierher zu kommen, die EM? Ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Ich muss sagen, ich habe wieder sehr Freude gehabt an den Hallenwettkämpfen. Ich konnte viele coole Wettkämpfe mitmachen und habe mich jedes Mal sehr gefreut. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Grund, wieso es so gut gelaufen ist. Und ich werde sicher probieren, dass ich auch morgen mit viel Freude springen kann. Jetzt in der Halle ist ja oft ein bisschen das Gedränge. Auf der anderen Seite hast du so Einflüsse wie der Wind, Regen nicht. Springst du eigentlich gerne in der Halle unter diesen Einflüssen? Ja, gerne Hallenwettkämpfe, aber gerade wegen dem Wind. Jetzt morgen ist halt eine spezielle Situation, wo wir so viele Frauen sind, die in einer Gruppe springen. Wir sind 23 auf einer Anlage. Das ist eigentlich sehr außergewöhnlich, etwas ganz Neues. Und von dem her wird sich zeigen, wie das wird sein.